Brauche ich für ein gutes Video unbedingt eine Kamera oder reicht vielleicht auch mein Smartphone? Welche Vor- und Nachteile so ein Smartphone hat und ob es auch im professionellen Videomarketing eingesetzt werden kann, das erfährst du heute in diesem Video. Let's go! Mein Name ist Alex Falk und ich bin Filmemacher von Business Film, die bewegen. Und auf diesem Kanal möchte ich dir meine besten Tipps und Tricks rund um dein erfolgreiches Videomarketing geben. Falls dich dieses Thema interessiert, du gerade dabei bist, dein Videomarketing aufzubauen, du mehr Infos von meiner Seite möchtest, dann like dieses Video gern, teile es mit deinen Freunden, hinterlass mir einen Kommentar und abonniere doch sehr, sehr gern auch diesen Kanal. Ja, in den letzten Jahren hat sich gerade, was jetzt so den Bereich Fotos und Videos mit dem Smartphone aufnehmen angeht, so einiges getan. Und die Möglichkeiten und die Funktionen, die diese neuen Smartphones bieten die letzten Jahre, das ist ja echt erstaunlich. Da stellt man sich schon oft die Frage, ja, ob ich auch für professionelles Videomarketing nicht mit diesem Smartphone schon sehr gut arbeiten kann. Es gibt absolut Vorteile, um mit einem Smartphone zu arbeiten. Ich meine, du hast es immer dabei. In der Anschaffung ist es mittlerweile auch relativ günstig. Jeder hat eins mit Vertrag. Das muss auch nicht immer ein iPhone sein. Im Gegenteil, es gibt andere Hersteller, die haben auch sensationell gute Kameras mit integriert. Und es gibt für diese Smartphones mittlerweile auch schon sehr viel passendes Equipment. Es gibt extra Stative, extra Mikrofone, Halter, sogar Linsenaufsätze, Filter, was weiß ich. Und Apps, die du dann damit auch nutzt, ermöglichen dir natürlich auch nochmal spezielle Funktionen und Bearbeitungsmöglichkeiten, zumindest in einem überschaubaren Rahmen. Und es ist einfach leicht und handlich und du kannst es überall hin mitnehmen. Also ein Smartphone ist grundsätzlich ja mal nicht verkehrt. Zusätzlich kann natürlich so ein Foto oder Video, wenn du es mit Smartphone erstellst, ja auch direkt gepostet werden auf die Plattform. Ich meine, viele Kameras, Systemkameras können es mittlerweile auch, weil sie dann vernetzt sind. Aber grundsätzlich geht es von dem Handy oder Smartphone dann doch deutlich leichter. Aber die Nachteile gibt es natürlich halt auch. Ich meine, ein richtig hochwertiger Look kann einfach nicht mit einem Smartphone erzeugt werden. Das kann vielleicht, schaut vielleicht noch halbwegs gut dann noch aus, wenn du es dir anschaust, aber du könntest so ein Video nie über eine große Leinwand bei einer Präsentation oder auf einer Messe laufen lassen, auf Imagefilmqualität. Denn so ein Smartphone hat einen unfassbar kleinen Lichtsensor und der hat natürlich eine unglaublich, im Grunde schlechte Lichtempfindlichkeit, gerade bei schwachem Licht. Und so wirkt das Video dann halt auch schnell verpixelt. Wenn du mal irgendwie abends unterwegs bist auf oder einer Gala-Abendveranstaltung, wirst du halt häufig feststellen, gerade beim Filmen, es schaut noch nicht so cool aus und es ist einfach nicht das, was es jetzt mit einer Spiegelreflex im besseren Fall wäre. Nicht im Optimum, aber im besseren Fall zum Beispiel. Zudem hat so ein Handy ja auch meistens eine fixe Brennweite. Auch das ändert sich so langsam. Das heißt, diese Handys haben immer Weitwinkelobjektive. Und damit bist du natürlich gebunden an das und kannst halt auch nicht schöne Teleaufnahmen machen. Und dieses Reinzoomen, das bringt dir absolut gar nichts. Das killt dir nur die Qualität. Denn diese Bildpunkte, die eh schon vorhanden sind, die werden nur interpoliert. Bedeutet aufgeblasen. Also wenn du im Konzert sitzt, Foto von einem Künstler machst, der 50 Meter weiter vorne sitzt und du ihn sehr klein siehst, da sehe ich viele, die gleich sofort das Foto groß ziehen und dann fotografieren. Wenn du das im Nachgang machst, erzeugst du meistens sogar die besseren Resultate. Denn du arbeitest mit der vollen Auflösung der Kamera, kannst nachher noch skalieren und das Ganze umschneiden. Ich meine, Smartphones eignen sich hervorragend für spontane, authentische, kurze Videos, die ja gerne eben auch auf den mobilen Geräten von anderen abgespielt werden. Also im Grunde alles Perfekte für so dein Daily Social Media, könnte man sagen. Aber wenn es jetzt um anschauliche Tutorial-Videos geht oder ein ansprechendes Produktvideo, dann wird es halt schon eng mit dem Smartphone. Und dann wirst du eben damit nicht mehr den Look wie in der ersten Liga erzeugen können. Und ja, das solltest du auf jeden Fall beachten. Das Smartphone bietet ja dir bei der Videoproduktion natürlich auch zahlreiche Vorteile und du kannst gerade ja junges, modernes, authentisches Storytelling
dafür damit nutzen und betreiben. Aber wirklich, wie gesagt, für wirklich ansprechende Filmaufnahmen und eine gute Image-Kommunikation solltest du auf jeden Fall im Videomarketing unbedingt Minimum auf eine Spiegelreflexkamera setzen oder etwas Größeres. Ja, das war's von meiner Seite. Wenn du mehr Tipps und Tricks zu diesem Thema möchtest, Thema Videomarketing, dann klick doch einfach mal hier unten auf diesen Link, den du da siehst. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teils und like es gerne. Falls du noch Fragen hast, dann stell mir diese. Und ansonsten abonniere auch gerne den Kanal, wenn es dir Spaß macht zuzuschauen. Das war's für heute. Ich sage vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Bleib kreativ. Euer Alex Falk.